Zeit für einen kleinen Wake-up-Call. Morgen, Sebastian! Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen bei Das schaffst du nie. Es ist 3.30 Uhr. In einer Viertelstunde geht's los. Willst du mich verarschen oder was? Du bist ja schon so fit, ist das schön. Du kannst dich schon aufregen. Du musst für diese Challenge heute echt ausgeschlafen sein und topfit. Und deshalb treffen wir uns gemütlich um 9 Uhr zum Frühstück. Ruh dich noch mal ein bisschen aus. Bis später, okay? Soll ich dir aufsperren, Mann? Wer hat dir noch diese Karte gegeben? Da wollte ich nicht zu fassen. Also, schlaf noch mal 4 Stunden. Yes! Bist du fit? Nein. Stehe einen Drop-In, ohne zu stürzen. Ein Drop-In mit was? Mit dem Skateboard. Wie soll das gehen? Das ist ja viel zu steil. Wenn du da stehst, guckst in diesen Todesschlund, 3 Meter tief und weißt, eigentlich standst du in deinem Leben noch nie auf dem Skateboard, dann ist scheiße. Meinberg muss aus 3 Metern Höhe in die Halfpipe droppen, ohne zu stürzen. Dafür kriegt er 3 Versuche. An kleineren Rampen kann er sich an die große Halfpipe rantasten. Ja, das sieht ganz gut aus. Hi. Natürlich kriegt ihr eine Einführung, und zwar nicht von irgendjemand, sondern von einem richtigen Profi. Fabi Lang vom Team Playground ist vorbeigekommen, um Meinberg die Ehre zu erweisen, ihm ein bisschen was zu erklären. Dann würde ich sagen, schmeiß dich in deine Schienbeinschoner und los geht's. Die habe ich dir mitgebracht, die hole ich mal. Ich sehe aus wie eine Wurst. Also tatsächlich, versuch jetzt irgendwie mal ins Rollen zu kommen und dann auch sicher auf dem Brett zu stehen. Unfassbar, irgendwie 2 Meter rumgeeiert und dann voll auf die Fresse gelegt. Oh, also ich sehe, wir haben schon einiges an Arbeit zu tun in den nächsten 2 Stunden. Ich schiebe dir jetzt erstmal ein bisschen an und dann versuchst du mal, sobald du mal so ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen hast, einfach dich selber von der einen Seite wieder in die andere Richtung zu drücken. Wohin fahren wir? Ach, da. Ja. Dann freut sich auch über die kleinen Dinge, ne? Ja. Ich spüre die blauen Flecken, ich spüre sie. Ja, das rumst ein bisschen. Da gibt es so eine kleine Blockade im Kopf, die muss weg. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Weil sonst fliegst du immer auf die Fresse, du kannst gar nichts machen. Nimm richtig deinen Körper mit dann auch. Und dann ging es auch schon, hat er sich so rausgedrückt und so. Und er wurde so ein bisschen frecher und da merkt man dann schon immer, okay, er kommt so langsam rein. Es ist nicht mehr so aussichtslos. Und jetzt machen wir tatsächlich mal so einen Drop-In-Versuch, hier so an der Kante. Ach so, so da schon richtig drauf. Genau, weil an der Quarter bzw. hier in der Halfpipe hast du dann auch oben das Brett mit der Tail an der Kante stehen und dann musst du... Um Gottes Willen! Ah, das ist echt super. Wahnsinn! Der war perfekt. Wahnsinn! Scheiße! Perfekt. Ich hoffe, das habt ihr und auch in seiner Fahrt. Du hast gewonnen, zum nächsten Element zu gehen. Jo, und dann ging es an die erste Halfpipe, die jetzt noch eine Übungs-Halfpipe war, ne? Nicht die große, die ich dann später runter sollte. Im Prinzip ist natürlich immer das Gleiche, was ich sage. Nur, dass du dich halt einfach jetzt tatsächlich voll nach vorne fallen lassen musst. Ja. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber dann kam einer der schönsten Momente meines Lebens. Oh, wow! Faceplant!
Jetzt weiß ich auch, warum du diese Aufgabe ausgesucht hast. Für diese Momente lebe ich. Für diese Momente. Ich habe doch nochmal alles zusammengenommen, obwohl es fast aussichtslos war. Zurück zum Sportunterricht. Jetzt kann dein Gehirn vielleicht anders arbeiten. I hurt myself today. To see if I still feel. I focus on the pain. Ich habe das leise Gefühl, ich bin für diesen Sport nicht gemacht. Was machst du denn jetzt? Das macht keinen Sinn, mein Berg. Und so ungern ich verliere, aber da war ich fast froh, dass das einfach vorbei war und Marc abgebrochen hat. Also, das war eine Katastrophe. Ich stürze mich in die Tiefe. Ah, mein Berg.